Ja, viele Leute haben eine große Angst davor, mit Schwarz-Weiß-Kameras drei Bilder aufzunehmen durch drei Filter und daraus ein buntes Planetenbild zusammenzubauen. Die kaufen sich dann Farbkameras, zum Teil für viel Geld, nur um sie dann frustriert wieder zu verkaufen. Dabei ist die Verarbeitung von solchen Bildern gar nicht mal so schwierig und das geht sehr gut mit dem Freeware-Programm Fitzwerk von Jens Dirks. Das macht man, indem man zunächst mal die drei Bilder öffnet. Wir haben hier ein rotes, ein grünes und ein blaues Jupiterbild, die ich jetzt hier einmal öffne und einfach mal nebeneinander darstelle. Hier kann ich einstellen, wie groß die Sachen erscheinen sollen. Ich will die mal auf, sagen wir mal, 70% einstellen, dann sind die ganz gut zu sehen. Alle diese Aufnahmen sind gemacht worden mit einem 10 Zoll Gerät und sind dann mit einer Schwarz-Weiß-DMK durch einen Astronomic-Filtersatz aufgenommen, also eins durch ein Rotfilter, eins durch ein Grünfilter, dieses hier und dieses hier durch einen Blaufilter. Und was man jetzt machen kann, ist zunächst einmal ein RGB-Bild aus diesen drei Sachen herzustellen. Das geht eigentlich mit wenigen Mausklicks, deshalb ist es auch alles gar nicht so furchtbar. Zunächst mal ist eine sehr wichtige Sache, dass man bei Fitzwerk diese Einstellung hier richtig einstellt. Das ist nämlich die sogenannte Kreuzkorrelation. Fitzwerk hat zwei Möglichkeiten, Objekte gegeneinander auszurichten. Und die eine Möglichkeit ist, dass man auf einen Helligkeitsschwerpunkt zentriert. Dann ist hier so ein Punkt dargestellt, wo jetzt gerade mein Mauscursor blinkt. Das ist gut, wenn man auf Sternfelder, also auf einzelne Sterne, auf Sternscheibchen zentrieren will, aber unbrauchbar für Planeten. Wichtig ist, dass Fitzwerk für die Sache, die wir hier jetzt machen, auf Kreuzkorrelation eingestellt ist. Das ist, dass wir hier diese kleine Struktur hier sehen. Das ist sehr wichtig. Sonst macht Fitzwerk keine sinnvolle Ausrichtung. So, jetzt wollen wir erstmal unser Ausrichtungsgebiet also aussuchen. Das machen wir in jedem der Bilder. Ich mache es einfach mal hier, dass ich hier so einen Kasten aufziehe. Das können wir auch hier machen. Und das machen wir jetzt auch hier in dem Blaubild. Jetzt weiß Fitzwerk, welche Gebiete ausgerichtet werden sollen. Und jetzt ist alles ganz einfach. Wir gehen auf Bilder kombinieren. Drei Schwarz-Weiß-Bilder zu RGB-Bild mit Verschiebung. Und dann kommt ein Dialog, auf dem wir sehen, also wo Fitzwerk uns fragt, was ist denn nun eigentlich das Rotbild, was ist das Grünbild und was ist das Blaubild? Nun gut, dieses hier, wo ein R davor steht, ist offensichtlich unser Rotbild. Welches Bild für den Rotkanal? Okay, dieses ist es. Jetzt klicke ich hier auf OK. Jetzt fragt er mich das für den Grünkanal. Und jetzt fragt er mich das für den Blaukanal. Wenn ich das alles ausgesucht habe, baut er mir automatisch ein solches RGB-Bild zusammen und hier ist schon unser Farbbild. Das Farbbild hat jetzt noch einen gewissen Farbstich. Wir können es ja ein bisschen größer darstellen. Es sieht so ein bisschen gelb aus. Was man machen kann, um es im Prinzip in die richtige Farbe einzustellen, ist, dass man sich etwas, was weiß ist, aussucht. Meistens sind diese Wolken, diese hier gelblich erscheinenden Wolken, zwischen den Bändern relativ weiß. Also dieses hier wird in Wirklichkeit weiß sein, dann klickt man rechts an, tut diesen Cursor an eine Stelle, wo man glaubt, das soll weiß sein, klickt rechts und dann sagt man, entweder Pixel als Weißwert nehmen oder 15x15 Pixel Umgebung als Weißwert nehmen. Naja, und jetzt sieht der Jupiter schon ganz erheblich besser aus. Wir können auch hier an dem Histogramm noch ein bisschen drehen. Fitzwerk neigt immer dazu, das Histogramm so exakt genau auszuklippen. Das ist meistens gar nicht das, was wir unbedingt wollen. Aber so haben wir doch schon mal einen ganz hübschen Jupiter. Jo, das ist jetzt unser Farbjupiter. Nun gibt es aber noch eine kleine Sache, die man bedenken kann.
Wenn wir nochmal wieder unser Fenster ansehen, wenn wir jetzt hier unsere ganzen Bilder, ich mache mal das hier weg, Fenster nebeneinander, und dann sehen wir uns mal unsere Kanäle an. Ich schiebe auch mal dieses Histogramm irgendwo anders hin, wo es nicht so stört. Wir sehen, dass hier das Rotbild eigentlich relativ gut aussieht. Wir sehen auch, dass das Grünbild relativ gut aussieht. Wir sehen, dass das Blaubild allerdings nicht so gut aussieht. Was man jetzt machen kann, ist das Bild ein bisschen verbessern, indem man das entweder nur das Rotbild nimmt als Luminanz oder nur das Grünbild nimmt oder eine Kombination aus beiden. Wir versuchen mal eine Kombination aus beiden. Und dazu addieren wir die beiden Bilder, das Rotbild und das Grünbild. Bild addieren mit Verschiebung. Wir haben eines dieser Bilder, Moment, wir haben eines dieser Bilder, das das Grünbild markiert. Und wir wollen jetzt das Rotbild da drauf addieren. Bild addieren mit Verschiebung. Also das ist das Rotbild. Und jetzt addieren wir die zusammen und kriegen eine Mischung aus dem Rot- und dem Grünbild. Und das sieht schon mal besser aus als das Rotbild und auch besser aus als das Grünbild. Was wir jetzt machen können, ist das Bild noch ein bisschen zu schärfen. Hierzu hat der Fitzwerk einige ganz nette Tools, zum Beispiel ein Wavelet-Rauschfilter, was in Wirklichkeit auch als Schärfungsfilter benutzbar ist. Und dazu muss man die Detailverstärkung, die es hier gibt, nutzen. Ich ziehe das einfach hier mal auf und sage berechnen. Wir sehen, das Bild ist jetzt schon ganz erheblich besser, als es vorher war. Wir können auch hier mal aufdrehen. Wenn das hier zu doll rauscht, kann man in dem oberen Kanal einfach den Regler ein bisschen zurückdrehen, bis das Rauschen verschwindet. Wir können auch den unteren Kanal hier noch mal ein bisschen aufdrehen, aber wahrscheinlich wird es dann irgendwann zu heftig. Ich glaube, das ist nicht so gut. Gut, aber so eine Darstellung ist ja schon mal ganz nett. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir schließen mal sämtliche Farbkanäle, auf denen das Ganze basiert. Und zeigen mal unsere Bilder. Das ist jetzt unser Farbbild, was wir vorhin erzeugt haben. Das ist unser Schwarz-Weiß-Bild, basierend auf dem Rot- und dem Grün-Kanal, aber nicht dem sehr schlechten Blaukanal. Und wir sehen, dass wir hier ja doch eigentlich eine ganze Menge mehr Detail erkennen als in dem Farbbild. Ein Problem ist es dann, Fitzwerk stellt häufig intern Farbbilder dar, auch wenn es sich um Schwarz-Weiß-Bilder handelt. Das heißt, bevor wir hier irgendetwas machen, müssen wir dieses Schwarz-Weiß-Bild nochmal in ein richtiges Schwarz-Weiß-Bild verwandeln. Dazu machen wir hier Farbbild in Schwarz-Weiß umwandeln, Luminanz. Dann ist es jetzt ein wahres, echtes und tatsächliches Schwarz-Weiß-Bild. Wir schließen das andere mal. Jetzt haben wir also ein Schwarz-Weiß-Bild und ein Farbbild und wir wollen das Schwarz-Weiß-Bild mit den Farben von dem nicht so tollen Farbbild einfärben. Das machen wir wieder wie gehabt. Wir ziehen hier unsere Auswahlgebiete grob zurecht. Man kann die auch so verschieben. Und sagen dann LRGB-Bild kombinieren, nicht skaliert. Das passiert jetzt hier. Und fertig ist unser hübscher Bunt Jupiter. Was man machen kann, wenn einem so eine Darstellung, ich will die noch mal ein bisschen histogrammtechnisch netter einstellen, so vielleicht, wenn einem diese Darstellung zu heftig geschärft erscheint und die andere netter und man irgendetwas dazwischen haben will, kann man entweder mit Fitzwerk versuchen, beide zu addieren zu bestimmten Prozentzahlen, das mache ich jetzt hier allerdings nicht, oder man versucht sie in Photoshop übereinander zu legen, in verschiedenen Ebenen und die ein wenig zu mischen. Dann kann man häufig aus diesem nicht so scharfen RGB-Bild und diesem Bild einen hübschen Kompromiss finden, der dann auch ein bisschen netter aussieht. Ich würde aber sagen, man sollte diese Version hier durchaus jetzt mal speichern, beide Versionen speichern. Fitzwerk benahm es die Sachen in einer sinnvollen Weise um und hängt hier immer solche Zahlen dran.
sodass man nicht versehentlich die Bilder überschreiben kann. So, und damit sind wir fertig. Wir haben verschiedene Versionen von Buntbildern produziert.